Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. So, der Ofen ist unser Ziel. Haben wir jetzt genug Steine gekloppt? Ofen, Steine haben wir genug. Wir brauchen noch ein paar Balken. Das dürfte nicht das Problem sein hier. Ein paar Balken herstellen. Zack, sechs Balken. Das reicht erstmal. Der Ofen. Uhoho, der braucht eine Menge Platz. Naja, kommt erstmal dahin. Bauen wir den Ofen auf, würde ich sagen. Brennstoff, Eisenbarren. Ah, da können wir eine Menge Eisenbarren dann drauf von herstellen. Aber ein bisschen Brennholz müssen wir herstellen. Ich muss mal gucken, habe ich Brennholz jetzt überhaupt hier schon freigeschaltet? Nein, dann machen wir es jetzt. Hackholzplatz freischalten. Und danach können wir auch gleich mal hier Werkzeuge freischalten. So, Hackholzplatz. Den müssen wir wahrscheinlich auch noch erstmal herstellen, wa? Sägeblock. Hackholzplatz, 5 Holzscheite. Die eben herstellen. Klack. So, Hackholzplatz. Hackholzplatz wollten wir. Wo ist er denn da? Junge, Junge, du, also das wird hier so langsam eng mit unserem Platz. Komme ich dann überhaupt noch da oben ran? Okay, ja, das reicht noch. Brennholz fertigen. Bisschen Brennholz her. 6-mal Brennholz. Da brauchen wir gleich 10 für. Ja gut, dann erstmal hier ziehen wir uns mal ein bisschen was hier rein, ne? Gerade, wir müssen jetzt immer mal schnell gucken, ob hier unser geerntetes. Nein, ist noch nicht fertig. Da müssen wir noch eine Woche warten, bis wir dem Händler die Sachen geben können. Na egal. Wir haben ja noch genug anderes zu tun. Ne? Ist ja nicht so, als wenn uns langweilig werden würde. So, 30 Brennstoff, dann kann ich 3 Stück schon mal herstellen. Ne? Dann mache ich mal 3 Eisenbarren. Okay, die brauchen eine Weile. Und hier kann ich mal ein paar einfache Eisenstücke herstellen. Siehste wohl. Einfaches Eisenstück. So, jetzt hauen wir uns hier erstmal richtig den Pansen voll. Damit wir wieder volle Energie haben. Können wir uns nicht vielleicht noch mal hier ein bisschen Brennholz herstellen, ne? Und nochmal mischen und zack. Holzkeil? Nö, hier. Brennholz. Und zwar 3, 4, 5 Mal erstmal. So, fang an zu hacken, mein Freund. Oh, da hat uns hier jemand eine Leiche gebracht.
Da gehen wir jetzt noch schnell hin. So, guck mal hier. Zack. Du siehst müde aus. Hast du auch gut geschlafen? Osad, ich vermisse den süßen Schlummer so sehr. Mann, Friedhofswärter zu sein, ist echt ein Knochenjob. Alles muss man selber machen. Ich erinnere mich, dass der Wärter damals viele Gehilfen hatte. Die waren so ähnlich wie ich, nur ohne Sinn für Humor. Einer von ihnen sollte immer noch im nördlichen Teil des Kirchenkellers an der Wand gekettet sein. Oh, eine Sache noch. Ich weiß nicht mehr warum. Aber du solltest ihn niemals freilassen. Niemals. Okay. So, Fleisch ihm rausnehmen. So, komm mit. Ah, müssen wir hier auch noch. Hier sind wir auch noch nicht so viel weitergekommen, ne? Wir sind gucken wieder. Grabstätte. Da nochmal einer hin. Hey, das wollte ich einfach den nehmen. So, haben wir noch einen Grabstein? Nein, da haben wir auch nichts mehr, ne? Ich glaube, in der Kiste haben wir noch was. Das soll die halt mal hier reinlegen. Ne? Wird hier viel mehr Sinn machen. Qualität minus 11. Da müssen wir auch was machen. So, kommen wir mal mit Pilze. So, den Pilz. Zack, da ist mal zwei fertig. Ziehen wir uns am schnell, damit wir noch eben zu Ende hacken können. Schön. Ach so, war es noch schmilzt? Okay, dann müssen wir jetzt mal warten, wa? Das da rein, das da rein, das. Und die. Und hier. Und das auch noch eben. So, das Fleisch kommt rein. Den nehme ich hier mit. Das Fleisch da in der Pilz da rein. Und schlafen gehen. Damit wir morgen gut ausgeruht sind, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die haben nur die 6-Tage-Woche. Ich fühle mich so erfrischt. Gleich nicht mehr, mein Freund. Heute wartet Arbeit auf uns. Okay, der Eisenbahn läuft noch. Holz haben wir genug gehackt. Holzplanken können wir noch herstellen. Noch immer eine. Ich würde so eine Grabumrandung erstmal nochmal herstellen. Zack, die mit. Dann könnten wir hier oben noch eben Grabsteine, ne? Das heißt Grabsteine, eine auf jeden Fall fertigen. Zwei davon essen. Dann bringen wir hier unsere Grabsteine und sowas noch eben an. Wie fehlt mir hier so ein bisschen so ein Eingang von der Seite, dass man hier mal komplett drumherum laufen muss. So, im Gucken hier.
So. Du, Kerli, du brauchst jetzt erstmal so ein. Der Kerli hier braucht so ein. Und er hier braucht so ein. So, fertig machen jetzt erstmal. Siehst du, jetzt ist nur noch 0. Der ist auch nur noch auf 0. Und der ist auch nur noch auf 0. Dann bekommt jener einer hier noch gleich einen Grabstein daher. Keine Energie mehr. Da hauen wir uns noch ein bisschen was dahinter. Dann haben wir wieder Energie. So. Was können wir hier machen? Das können wir auf jeden Fall hier schon mal reparieren. Siehst du, hat der auch 0. Ah, Moment mal. Ich glaube, jetzt kapiere ich das. Hier können wir nur plus einkriegen, weil der Schädelnups dahin geht. Bei dem hier können wir nur quasi 0 kriegen, weil der Schädel auch nur bis dahin geht. Hier genauso, also hier können wir gar nichts weiter mehr machen. Hier können wir tatsächlich zumindest noch auf 0 kommen, indem wir hier das Teil hier noch anbringen. Siehst du, jetzt haben wir 0. Wie ist das bei dem? Da könnten wir tatsächlich noch 2 plus bekommen. Dafür müssen wir den Grabstein reparieren. Hier könnten wir sogar noch höher kommen. Kam schon wieder eine Leiche. Hier könnten wir auch noch höher kommen, indem wir das reparieren. Okay, jetzt habe ich so langsam gerafft, so ein bisschen. Na schön. Ups, das wollte ich doch gar nicht so. Ja, das Fleisch einmal rausnehmen. Wir haben nicht mehr genug Energie. Ups. Zwei Brote reinpfeifen, einmal Pilze. Wir nehmen jetzt auch einmal nochmal die Haut raus. Ich weiß zwar echt noch nicht so recht, wofür wir die brauchen. Aber ich sage mal so, die 2 Punkte, die kriegen wir locker geregelt. Kommt da unten noch eine Grabstätte. So, jetzt hätte ich nämlich minus 2. Da würden wir dann ein Dings kriegen und da. Und dann kommen wir nicht hier auf 2. Aber dann kommen wir nicht höher. Da haben wir auch nichts mehr dran, okay. Da müsste man tatsächlich irgendwie so einbalsamieren können oder so. Soll ich erst den noch eben schnell, dann kann ich hier nicht nur einmal die Steine kloppen. So, dann habe ich die Steine wenigstens noch eben. So, hier hoch, da wieder rein in die Bude. Dass der bei so einem Wetter überhaupt draußen sein mag. So, dann haben wir den, kann ich hier noch eben Brennholz anstellen. Zweimal. Mach auch dreimal hier gleich, zack. Brauchen wir früher, später eh wieder. Kann die eigentlich noch eben hier. Ach, verdammt! Ich wollte ein paar mehr Eisenbarren machen, na egal. Und eine Runde schlafen legen.
Ich fühle mich so erfrischt. So, machen wir ein bisschen Teig schon mal wieder herstellen. Damit wir uns noch ein paar Brötchen backen können. Oh, jetzt habe ich da auch wieder nur einen angestellt. Das sollte auch eigentlich mehr sein. Na egal. Diesmal aber dran denken. Eisenbahn jetzt. Zack, 240 hätten wir. 210. Hätten wir noch 30 auf Reserve, ne? 7, ja, machen wir es mal so. Okay. Das da rein. Steine da erstmal rein. Die Eisenbahn da erstmal rein. Das Fleisch muss noch hier im Haus. Jetzt sind mal Brötchen, ist zur Hälfte fertig. Okay, sollen die ja drinnen bleiben. Dann müssen wir hier erstmal das hier abernten. Plupp. Und plupp. Und zack. Sehr schön. Da rein, du da einmal rein, die weg, so. Rote fertig. Ach, wir haben kein Brennholz mehr drin, ne? Okay, müssen wir gleich ein Brennholz reinschmeißen. Erstmal alles rein hier. Mal gucken, welchen Tag war jetzt noch immer der Händler da. Macht zu jeder Zeit, ich sag's schon, außer zur ersten Zeit. Da, er kommt an dem Tag. Also, okay, das dauert noch eine Weile. Können wir das noch erstmal alles drin lassen? Wasser, da brauchen wir Dings. Holzscheiter hatte ich hier nicht welche reingetan. Zwei Stück, das reicht vollkommen aus. Können wir hier mal wieder ein bisschen Holz herstellen. So. Brot. Fünfmal. Das Ganze. So, und dann wollten wir Grabsteine. Drei Stück schon mal wieder. Gib eins. Zwei. Drei. Die da jetzt im Rhein. So, und dann müssen wir jetzt eben gucken, Technologien, so was können wir jetzt noch hier fortgeschrittene schmieden. Ich weiß nicht, ob wir das bereits brauchen. Glas weiß ich auch nicht. Bergbau, ich weiß nicht, ob das schon unbedingt Not tut. Gebiet für den Erfolg halt benötigt. Ein paar Worte über Bedeutsamkeit verlangt wird. Düngung, persönliche Hygiene. Mhm. Ach, wir machen jetzt mal dieses Umpflanzen hier. Dann haben wir das nicht auch schon mal. Bücher schreiben ist nichts weiter. Theologie. Da kommen wir noch nichts weiter. Weiches Zeug. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie zwingend was brauchen. Ich glaube, sonst haben wir so
Was wir so jetzt auch im ersten Stehgreif alles können. Okay, hier können wir natürlich fortgeschritten und könnten noch mal ein bisschen Richtung Waffen gucken gehen. Dass wir da ein bisschen bessere Sachen kriegen. Bauen, Bergbau. Da kommen wir auch noch nicht viel weiter. Da sowieso nicht. Machen jetzt einfach mal fortgeschrittenes. Wir erlernen das jetzt. Wir haben die Punkte ja sowieso. Und bevor die jetzt hier liegen und wir gar nichts mitmachen. So. Flasche Wein. Den müssen wir dann wieder treffen. Gib ihm 12 Karotten. Okay, das können wir jetzt nächstes Mal machen. Wann kommt der an, wenn der nach oben ist? Okay. Dann gucken wir mal da noch nach, was wir hier noch machen können auf dem Friedhof. Und sonst würde ich sagen, wäre das nächste, dass wir erstmal anfangen, im Zweifelsfall in unserem vier Keller mal ein bisschen aufräumen. Da kann ich zum Beispiel noch ziemlich hochkommen. Kommt da jetzt auch noch hier mit Stein drauf? Da hätten wir jetzt noch minus 5. Da könnte ich maximal auf plus 1 kommen. Den entfernen wir jetzt mal. Und dafür kriegst du hier so einen richtigen Stein. Schnell hier ein Brötchen reinziehen. Siehst du, dann macht der nämlich 2 plus. Da macht minus 2, da kommen wir auch nicht so viel höher mit. Kommt der auch weg. Und dann kommt da nämlich auch ein richtiger rein hier. Boah, schade. Na, egal. Siehst du, dann kommt der nicht auf 0. Jetzt sind wir nur noch bei minus 1. Müssten theoretisch nur noch das Grab und dieses Grab hier. Da noch ein bisschen was gemacht werden. Und da oben nochmal. Können wir da überhaupt, bringen uns das was, wenn wir hier noch Rahmen drum ziehen? Nee. Den können wir höchstens austauschen. Hier können wir auch nichts weiter mehr machen. Hier könnten wir noch ordentlich Plus machen. Wenn wir da noch ein Steinkreuz drauf packen. Hier können wir mit Stein auf jeden Fall auf 0 kommen. Kriegen wir den Stein noch weggekloppt? Ja, gut. Die 3 auch noch. Jetzt wird's nebelig. Na, hängt fest. So, was haben unser Eisenerz hier? Da nehme ich schon mal mit, was wir so haben. Zack. Unsere Brötchen sind auch alle fertig. Oder Brote, wie auch immer, ne, alle noch nicht. So, schlafen bis zum nächsten Morgen. Tja, ich würde sagen, wir sind hier dann auch schon wieder am Ende einer Folge angekommen. Wir schauen morgen mal weiter, dass wir den Friedhof jetzt wirklich auf Vordermann bekommen. Ich fühle mich so erfrischt, dass der Friedhof endlich seine plus 5 an hat. Bis wann haben wir noch Zeit? Das gucken wir jetzt noch nach. Den müssen wir da treffen. Ach, da hätten wir hingehen können. Okay, den Tag haben wir verpennt. Reich auf dem Pech. Er kommt wieder bei diesem Mond hier. Oh, morgen. Ob wir bis dahin das schaffen mit 5. Wir werden es sehen. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.